Hat man vor 20 Jahren geglaubt, Bettwanzen sind ausgestorben, ist es in der letzten Zeit genau ins Gegenteil gegangen. Bettwanzen sind wieder da. Bettwanzen sind Parasiten und haben nichts mit Schmutz oder mit Hygiene zu tun. Das ist der große Faktor. Die Leute glauben immer, es ist mit Schmutz verbunden und trauen sich, das Problem nicht öffentlich anzusprechen. Aber keiner kann was dafür, dass er Bettwanzen hat. Ist jetzt eine Bettwanze in einem Schlafzimmer, wo regelmäßig geschlafen wird, könnte sie zwar Monate ohne Nahrung auskommen, aber wenn jetzt ein Opfer da ist, wartet die nicht Monate, sondern versucht wöchentlich Blut zu saugen. Und da kommt sie aus den Ritzen hervor, wo sie sich versteckt hat, in der Nacht, krabbelt zum Opfer, saugt ca. 5 Minuten Blut und verschwindet wieder in die vorher verlassenen Verstecke. Je länger was man Bettwanzen in der eigenen Wohnung nicht feststellt, desto länger haben die Bettwanzen Zeit, sich fortzupflanzen oder die jungen Larven, dass sie sich entwickeln in das nächste Larvenstadium. Die Larven haben 5 Larvenstadien und nach ca. 6 Wochen, wenn es passt, könnten die wieder fortpflanzungsfähig sein. Und dann geht es dahin. Nach 2 Monaten hat man nicht 3, 4, hat man auf einmal 50 und dann gute Nacht. Die meisten Personen kommen so circa nach 5 Monaten drauf, nach der Einschleppung, dass sie überhaupt einen Bettwanzenbefall haben. Jeder reagiert anders auf Bettwanzenstiche. Es kommt immer auf den Hauttyp drauf an. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Flecken. Es gibt Leute, die haben richtige Anschwellungen. Weiß man nicht, warum ein Hauttyp mehr und der andere weniger reagiert. Wie kann man noch Bettwanzen feststellen? Am Bettlaken hinterlässt die Bettwanze nach dem Blutsaugen eine Blutspur, die ist so ca. 1-2 cm lang. Hat man die in der Früh, die Blutspuren, dann weiß man, da ist etwas. Bettwanzen kann man auch noch feststellen auf dem Bettwanzenkot. Ganz kleine schwarze Punkte sind irgendwo im Bettgestell oder am Lattenrost oder hinter Bilder. Dort, wo einfach Bettwanzen sich zurückziehen während dem Tag, hinterlassen sie den Kot. Hat man sehr wenige Bettwanzen im Raum, sind die Bettwanzen wenig, der Bettwanzenkot sehr wenig. Auch für einen Profi ist es ganz, ganz schwer festzustellen, nach ein paar Tagen ist in dem Zimmer Bettwanzenbefall, ja oder nein.